Das kann ich nicht drücken. Das kann ich nicht drücken. Unglaublich, der Spind öffnet sich. Anscheinend hat der Spind als Safe gedient. Was wohl drin ist? Sektor Omega-Produkte? Das ist ein kleines technisches Etwas. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist. Bin ich deshalb hierher gekommen? Ah, da ist etwas unter der Schachtel. Also gut, wofür ist das kleine Wunderding gut? Sehr seltsam. Nicht ein Wort darüber, wofür es zu gebrauchen ist. Vielleicht sollte ich besser nicht damit herumspielen. Ach, schade, dass es jemand aus der Schachtel genommen hat. Das hätte ich mir gerne genauer angesehen. Anscheinend hat der Spind als Safe gedient. Sehr seltsam. Erzähl mir etwas über Nils. Ich denke, ich habe die Information, die du haben wolltest. Spann mich nicht auf die Folter. Du weißt, wie sehr ich leide. Während meiner Suche im Lagerraum habe ich einen Brief von Nils gefunden, der an dich ist. Liebste Clara. Für immer dein Nils. Dann hattest du also recht. Ich befürchte, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Ich möchte wissen, was ihm passiert ist. Erzähl mir mehr über Nils, bitte. Wenn ich so darüber nachdenke, wir kannten uns eigentlich erst so eine kurze Zeit. Aber schon nach wenigen Tagen war uns klar, dass wir füreinander bestimmt sind. Es war beinahe, als könnten wir die Gedanken des anderen lesen. Wir konnten die Sätze des anderen zu Ende sprechen. Wir waren so vertraut. Hat Nils irgendetwas erzählt, bevor er ging? Er war schweigsamer als zuvor. Ich dachte, es wäre wegen meiner Schwangerschaft. Ich hätte mehr nachfragen sollen. Erinnerst du dich an etwas, das sein Verschwinden erklären könnte? Er erwähnte mal, er wolle in Hansens Fußstapfen treten, aber ich dachte, es hätte mit der Produktion hier zu tun. Ich habe nicht so genau auf seine Worte geachtet. Interessant. Wer oder was sind die Marienkäfer? Dieses Geschmiere mit Marienkäfern und so begann kurz nachdem ich hier anfing. Keiner wusste, was damit gemeint war. Da weder Hansen noch Nils davon erzählten, hielt ich es für so eine Art Scherz. Jetzt bin ich noch mehr beunruhigt. Ich möchte dich etwas fragen. Bis später. Das sollte ihm ordentlich Tempo machen.
Die Kapsel ist bereits geöffnet. Besser nicht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das Biest hat die Treppe zerstört. Wie soll ich jetzt nach oben gelangen? Leere Blätter. Moment mal. Auf einem davon steht eine achtstellige Zahl. 39827152. Aha, ja, schon gut. Das ist nur die Telefonnummer des örtlichen Cafés. Was soll das? Ein Fahrzeug aufgehängt an Ketten? In der Luft? So viel Aufwand für einen solchen Unsinn? Auch wenn ich es mir von allen Seiten ansehe, ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Ein Eimer. Auf dem Boden. Kommt mir bekannt vor. Ein Förderband durchzieht die Halle. Achtung an alle Omega-Mitarbeiter. Essenmarken sind vor Ende des Monats zu beantragen. Ansonsten verfällt das Anrecht darauf. Da oben scheint ein Büro zu sein und es brennt Licht. Vielleicht ist hier doch noch jemand am Leben und bleibt es hoffentlich auch. Seltsam. Die Tür ist von innen verschlossen und der Schlüssel steckt von innen. Ach, ich werde mal aufschließen.